Gute Nacht, ihr Marmelstein. Aufgrund der sehr positiven Resonanz im vergangenen Jahr wird die Matinee mit Lesungen und Liedvorträgen zum diesjährigen Tag der Literatur im Literaturland Hessen nochmals im Lahn-Marmor-Museum Villmar angeboten. Bariton Jakob Winter, begleitet von Pianist Martin Krehe, singt Soldatenlieder aus der Sammlung des Knaben Wunderhorn von Clemens Brentano und Achim von Arnim in der Vertonung von Gustav Mahler. Willi Wabel und Wilhelm Lendle lesen aus den Erinnerungen des Villmarer Steinmetz Johann Peter Leonhard. Es war noch nicht 4 Uhr des Morgens, als unsere Wache vom Quartier Kranke abgelöst wurde. Johann Peter Leonhard war in der Schlacht von Waterloo. Dieser Stammvater einer ganzen Generation von Bildhauern war als junger Mann, er ist 1793 geboren, zum nassauischen Militär eingezogen und hat dann an verschiedenen Kämpfen teilgenommen. Und er hat später dann diese Erlebnisse beschrieben. Einmal von der Belagerung der Festung Mainz, dann der Aufenthalt in der Festung Maastricht, diesem Rattennest, wie er es nannte. Und dann wurden sie 1815, als Napoleon aus Elba zurückgekehrt war und gen Norden marschierte, mobilisiert und mussten sich in Eilmärschen in das erwartete Schlachtfeld in der Nähe von Waterloo, südlich von Brüssel ist das, in Bewegung setzen. Es waren also immerhin aus Villmar 54 Soldaten bei der Nassauer Armee beteiligt und davon sind 31 gefallen. So sind wir denn am 1. April 1815 in der Gegend von Charleroi und dort in der nahen Umgebung von Odelenwald bis zum 15. Juni gestanden, wie ich vorne in meinem ersten Heft schon geschrieben habe.